Kleine Geschichte vom Wochenende. Moin, was geht? Hey, schön dich zu sehen. Heute erzähle ich dir mal ein bisschen was über mein modifiziertes Catcar, an dem ich Freitag gebastelt habe. Abends war ich auf einem Geburtstag, Samstag habe ich einen Livestream gemacht und Sonntag war ich mit Freunden fotografieren. Also fangen wir mal mit dem Catcar an. Seit ich klein bin, erzählen mir mein Vater und sein Bruder die ganze Zeit irgendwelche coolen Geschichten, die früher als Kinder gemacht haben. Kann ich jetzt alles nicht unbedingt erzählen, weil das meiste davon leider illegal war. Aber keine Sorge, es ist keiner verletzt worden oder so. Also ungefähr das, was du so in den 70ern, 80ern gemacht hast, wenn du auf einem Bauernhof aufgewachsen bist und viel Platz hattest. Und wenig Leute, die geguckt haben. Eine dieser Geschichten war aber nicht illegal und die besagte dann, sie haben mal einen Motor an einen Catcar gebaut und sind damit über den Hof gefahren. Sondern jetzt stell dir mal vor, das erzählst du deinem 6, 7, 8, 9, 10, 12-jährigen Sohn. Ich bin immer noch enttäuscht, dass wir das niemals gemacht haben. Da ich meinen zukünftigen Kindern aber solch einen Spaß nicht verwehren will, wollte ich schon mal üben. Und ja, okay, vielleicht fand ich es auch ein bisschen cool. Naja, wie du hier gesehen hast, habe ich mir ja mal vor Ewigkeiten einen Ersatzmotor von einem Pocketbike gekauft und jetzt habe ich den endlich mal auf eine Holzplatte geschraubt, um zu sehen, ob der überhaupt funktioniert. Ja, klappt erstmal nicht. Ich habe aber auch von Motoren eh keine Ahnung, aber ich habe noch eine Geheimwaffe. Bremsenreiniger im Luftfilter. Ich glaube, so heißt das. Hey, ich störe ganz kurz. Falls du es noch nicht getan hast, abonnier doch mal, wäre richtig cool. Und falls es dir gefallen hat, kannst du auch gerne ein Like da lassen. Wäre auch nicht schlecht. So, jetzt noch viel Spaß. So, und von dem Aufbau habe ich leider keine Videoaufnahmen, weil es erstmal nur ein Testaufbau werden sollte und es war außerdem auch echt kalt und dann hatte ich wenig Spaß am Filmen. Prinzipiell haben wir aber ein Kettenrad ans Catcar geschweißt, den Motor auch nur mit Holz hinten befestigt und dann noch einen Kettenspanner von einer alten Motorensäge drauf und ja, dann ging's. Wie du hier vielleicht siehst, findet mein Vater, der die ganze Zeit gemeckert hat, das Ganze jetzt aber auch inzwischen ganz cool. Also danke für absolut gar nichts, du alte Zicke. Aber noch viel wichtiger, siehst du, wie das Rad da eiert? Könnte schnell mal gefährlich werden oder abreißen oder sonst irgendwas. Aber kein Problem, ich habe eine Lösung. Ich habe ein neues besorgt. Das ist viel stabiler, die Reifen sind dicker und größer, wodurch auch Geländefahrten möglich sein sollten und die Lenkung fällt auch nicht auseinander. Haben wir dann gleich erstmal getestet. Ja, zieh! Mach weiter nach vorne! Da bin ich doch! Nach vorne lehnen! Mach ich doch! Ja, läuft auch ganz gut. Es wird jetzt ja auch etwas wärmer und man hält es dann auch in der Werkstatt aus. Und wenn ich das Catcar dann fertig habe, gibt es auf jeden Fall mal so ein ganzes Video dazu mit wie baut man das, was haben wir dabei gemacht
und ein paar Testfahrten und was mir dann noch so mit dem Ding einfällt, was man so alles mit einem motorisierten Ketka halt machen kann. So, dann war ich Freitag ja noch auf einem Geburtstag. Richtig komisch, so nach 2 Jahren abends mal irgendwie wieder wegzugehen. Aber naja, war ein netter Abend mit Freunden, die ich ja sonst auch sowieso sehe. Und falls du dich jetzt fragst, warum das hier so neblig ist, ein Kumpel und ich haben die Fernbedienung für die Nebelmaschine gefunden. Ja, auch sonst bin ich ein gern gesehener Gast. Samstag begann dann relativ entspannt. Damit keiner meine Haare sieht. Und so muss ich auch nicht duschen. Gegen Nachmittag bin ich zu einem Hotel in Göttingen aufs Dach gefahren, um da einen Livestream von 2 DJs zu filmen. Ja, war ganz cool, aber auch super stressig, so mit Film und Livestream gleichzeitig. Naja, danach war ich dann auch gut fertig. Der Sonntag begann dann wieder recht entspannt. Ich wollte mit ein paar Freunden fotografieren, meine Filme sind noch nicht entwickelt, daher zeige ich dir hier jetzt mal ein paar Bilder, die Lina gemacht hat. War übrigens ihr erster Film. Ja, draußen hat es halt geregnet und dann sind wir rein in ein Fotostudio, das wir glücklicherweise nutzen durften. Und haben da halt ein bisschen fotografiert. Ja, und das war mein Wochenende. Ja, ich hoffe, es hat dir wieder gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne mal ein Like da lassen. Und falls du es noch nicht getan hast, solltest du auf jeden Fall abonnieren. Wenn du Bock hast, sag's gerne deiner Oma, deinen Freunden oder sonst irgendwem weiter. Würde mich auch richtig freuen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich nächsten Montag wieder. Und bis dahin wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Viel Spaß und bis dann. Tschüss. Moin, wenn du Bock hast, hier kannst du abonnieren. Da findest du noch das letzte Video von meiner Brockenbesteigung. Und da findest du eine Playlist mit allen kleinen Geschichten vom Wochenende, die es bisher gibt. Jetzt einfach mal irgendwo draufklicken. Viel Spaß dabei, schönen Abend noch und tschüss.